Guten Morgen, guten Tag, guten wann auch immer, aber einen schönen Nikolaustag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu unserer, zu unserem sechsten Türchen, zu unserem sechsten Video des Video-Adventskalenders. Heute dreht sich alles am zweiten Advent, ne? Also ich hoffe, ihr habt eure zwei Kerzen angezündet an eurem Adventskranz. Wenn ihr keinen habt, nehmt Teelichter, das ist auch gut. Ist ja hier hinter mir so dekotechnisch hier auch gut gemacht. Ja, heute das zweite Türchen des Dercho TV. Das sechste Türchen hier. So. Das sechste Türchen des Dercho TV Adventskalenders, Video-Adventskalenders. Und heute geht es um den Nikolaus. Ja, der Nikolaus kommt in unser Haus, packt seine großen Geschenke aus. Und weiter weiß ich nicht. Ja, so ist es halt. Das ist heute quasi so ein bisschen der Oberbegriff Nikolaus, weil heute der 6. Dezember ist. In vielen Gemeinden, so auch bei uns hier in Schöpping, war gestern der Nikolaus. Da hat uns natürlich schön Leckereien gebracht. Ich habe da noch ein bisschen was. Ich war ja gestern erst wieder gegen 22 Uhr zu Hause, weil ich gestern auf dem Community-Treffen von Rocket Beans TV in Münster war. Und natürlich waren wir auch auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich habe bemerkt, dass ich doch nicht so der großartige Fan von Glühwein bin, aber das ist natürlich dann auch eine andere Geschichte, die vielleicht in eine Weihnachtssendung reinpasst, falls ich mal in 100 Jahren bei Dercho TV, wenn es ein richtiger Web-TV-Sender ist, mal eine Weihnachtsshow mache. Heute geht es natürlich auch wieder um diesen Kalender hier, der hier liegt. Türchen Nummer 6 muss heute aufgemacht werden. Türchen Nummer 6 dieses Schalke 04 Adventskalenders. Und wir sind natürlich auch gespannt, welche das sind. Leider liegen jetzt die 5 Karten da hinten von den Spielern. Beziehungsweise einer ist ja Erwin, das ist ja das Maskottchen, ist ja kein richtiger Spieler, aber wir sehen ihn alle als Spieler, also ich tue es zumindest, für die anderen halt nicht. Und Türchen Nummer 6 wird heute aufgemacht. Ich erwähne das heute zum letzten Mal, beim nächsten Mal versuche ich es unten reinzuschreiben. Ich kriege weder noch Geld, noch mache ich das aus werbliche Zwecken, also es ist nicht mal eine Produktplatzierung. Ich bin Schalke 04-Fan, das kann ich natürlich sagen, aber auch nebenbei der FC Augsburg-Fan und bin riesenglücklich, dass gestern Bayern München nicht gewonnen hat, weil es wäre langsam langweilig gewesen. Schlecht für Schalke halt dementsprechend, aber das seht ihr dann heute noch beim Sport, bei Update Sport natürlich in dem Video, was dann wo anscheinend 1-2 Stunden später nach diesem Video kommt. Ich musste mich doch die Sendung komplett vorbereiten. So, Türchen Nummer 6, das sind heute hier die Füße von, hier die Füße. Na, hier könnt ihr das sehen, das ist Türchen Nummer 6. Jetzt da, wo nur mein Zeigefinger hinhält, kann man schlecht erkennen. Ich könnte natürlich auch die Kamera hier am Laptop benutzen. Wäre natürlich, glaube ich, um Längen besser, aber wäre dieselbe Quali. Und ja, wir haben Roman Neustädter. Das zeige ich jetzt aber hier durch die kleine Kamera. Achtung, 4:3. Da haben wir es. Roman Neustädter ist natürlich dann auch dabei. Kennen wir ja natürlich alle, ne? Hat ja bei Gladbach gespielt, wenn wir schon geradewegs bei diesem Thema sind. Und ist natürlich, oh, Gerald Alsamoa, geilo. Ne? Ist auch was ganz Besonderes. Ja, Türchen Nummer 6, Roman Neustädter ist drin. Was man auch natürlich dazu sagen kann, ist, dass es ja Gerüchte gab, wenn wir heute schon sowieso in so Richtung Fußball hier schon langsam abdriften, dass es natürlich so ist, dass wir, dass er ja natürlich darüber überlegt, in der russischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft zu spielen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit für ihn in Deutschland. Naja, hat er nur 2 Testspiele absolviert für die deutsche Nationalmannschaft. Wäre natürlich aber auch gefundenes Fressen für ihn. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegt er dann doch noch ein bisschen Glück. Wohl eher unwahrscheinlich. So, wir kommen aber jetzt auch zu unserem Nikolaus-Thema. Der Nikolaus kam in unser Haus oder kommt in euer Haus, je nachdem. Und ich habe mal wieder mal ein bisschen im Internet rumgestöbert. Natürlich ist klar, es geht natürlich um den Begriff des Nikolauses. Und es gibt so viele Sachen darüber. Wenn man Nikolaus bei Google eingibt, dann kriegt man unter anderem was von Nikolaus von Myra, einem einem Heiligen der Ostkirchen aus der lateinischen Kirche. Hier beispielsweise am 6. Dezember ist er ja gestorben, 326, 345, 351 und 365. Ihr könnt es euch aussuchen. Und war natürlich Bischof von Myra, kleinasiatischen Region Lykien, damals Teil des römischen, später des Byzantinischen Reichs und heute ja des türkischen, der Türkei natürlich. Und da gibt es eine riesige Geschichte. Aber wenn man natürlich an Nikolaus sucht, sucht man natürlich auch den anderen Nikolaus. Es gibt beispielsweise Sankt Nikolaus,
Den können wir auch noch mal rausnehmen. Die Begriffserklärung dafür ist natürlich auch noch mal hier. Da sehen wir beispielsweise den Nikolaus von Myra, Nikolaus von Flute und natürlich der Nikolaustag heute des heiligen Bischofs von Myra. Das ist natürlich der heutige Tag und das ist selbstverständlich dann auch die ganze Sache. Natürlich gibt es auch dementsprechend nicht über dieses Gesicht erschrecken, falls es auch gerade wächst, erstmal so Megapixel. Gibt es auch was ganz Besonderes bei Google? Hier sieht man das Dorf des Weihnachtsmanns besuchen. Ne, die Weihnachtsmann, wie wir ja alle wissen, ist ja natürlich eine Erfindung eines Brauseherstellers mit dem Namen Coca-Cola. Und wenn wir hier auf, oh Gott, ihr müsst euch mal die Mucke anhören. Ich muss das mal bei mir ein bisschen leiser machen. Ne, hier kann man das deutlich sehen auf den Spuren des Weihnachtsmanns. Also hier sehen wir beispielsweise, dass es hier diverse Türchen gibt, beobachten, gibt es Spiele, also 24 Türchen, auch hier so eine Art Adventskalender selbstverständlich mit einem Countdown, noch 17 Tage, 23 Stunden, 48 Minuten und 36 Sekunden bis zum bis Weihnachten. Und man sieht deutlich, hier sind schon einige Türchen offen. Wir machen natürlich mal mit Bescherung weiter, auch wenn das wie schon die ganze Sache Weihnachtsmann ist und Nikolaus. Es ist immer so, man denkt immer, der Nikolaus und der Weihnachtsmann sind eine Person. Viele können das halt natürlich nicht wissen. Ne? Der Weihnachtsmann ist ja wie schon von Coca-Cola erfunden. Entschuldigung, muss erst mal was trinken. Ist bei mir immer so, nach meiner Tasse Kaffee fühle ich immer so, als hätte ich Durst. Und hier beispielsweise müssen wir Folgendes machen. Wir müssen es hinkriegen, unter anderem natürlich jetzt mit der Leertaste, wie wir es sehen können, dort selbstverständlich Geschenke reinzubringen im richtigen Moment. Und mal gucken, ob wir das natürlich dann auch hinkriegen. Scheiße. Scheiße. Da bleibe ich eher. Nein. Jawohl. 80 Punkte. Na, guck mal, 40 Punkte. Hä, warum ist. Ah, oh, leck mich doch. Ja. Da, guck mal, haben wir auch hingekriegt. Oh, guck mal, wir müssen sogar öfters treffen. Scheiße. Ah, ist immer wieder ein bisschen schwer. Und ihr kennt mich natürlich, wenn ich am Zocken bin, dann konzentriere ich mich. Wir können ja auch hier so stehen. Ne? Oh, wir haben nur noch 9 Sekunden. Hallo, ich will auch mal wieder treffen. Das geht doch. Leider verloren. 520 Punkte. Ne? Ist beispielsweise etwas. Und natürlich gibt es noch viele andere Sachen, beispielsweise Flughafen Nordpol lernen, Weihnachtstradition der ganzen Welt. Das können wir auch mal am 24. durchnehmen, wenn ich das nicht vergesse. Das können wir dann beispielsweise mal auch machen. Also einfach mal Google Suche, oh, ich muss weit zurück. Einfach mal die Google-Suche nach Nikolaus. Das muss ich dann nicht unbedingt verlinken, weil das ist auch so ein ellenlanger Link. Also Google einfach mal eingeben und dann einfach mal gucken hier mit dem San Nikolaus. Ja, so ungefähr kann man das sehen. Aber den Wikipedia-Artikel von Nikolaus von Myra verlinke ich euch selbstverständlich unten in der Videobeschreibung und auf der WordPress-Seite unter dem Video. Mehr ist auch heute eigentlich auch nicht viel zu sagen. Wie schon gesagt, ich war gestern auf der Rocket Beans Community Treffen und es ist viel gestern Spannendes passiert. Ich bedanke mich nochmal an die ganzen Leute, die ich dort kennenlernen durfte bei Rocket von der ganzen Community aus dem Münsterland und aus dem Osnabrücker Land. Ist natürlich recht geil. Sind geil diese Leute. Bei Wer bin ich? Ne, habe ich ein bisschen versagt. Ne? Also rege ich mich jetzt heute noch darüber auf, auch wenn ich jetzt den Namen vergessen habe. Ja, so schlecht ist mein Gedächtnis schon. Ich werde schneller alt als die anderen. Und dann haben wir natürlich beim Montagsmal haben wir noch gespielt. In der Gruppe, wo ich war, habe ich am Anfang erst etwas ein bisschen schlecht abgeschnitten, aber dann ging es natürlich los und ich werde nie vergessen, wie ich Star Wars zeichnen musste an der Flipchart. Ja, ist ganz einfach, liebe Freunde. So sieht's aus. Ja, dann waren wir noch auf dem Weihnachtsmarkt. Wie schon gesagt, Glühwein haben wir auch getrunken. Das war mein erster Glühwein, um ehrlich zu sein. Ich habe bis jetzt noch nie Glühwein getrunken. Ich habe gedacht, oh ja, der schmeckt wahrscheinlich gut. Naja, ich bin ja auch nicht so der Weintrinker und naja, muss auch natürlich nicht so sein. Ja, das war es auch schon so ungefähr von
dem ganzen Kram heute vom Türchen Nummer 6, wie schon gesagt, teilt das selbstverständlich, wenn ihr mehr davon haben wollt. Es gibt natürlich auch andere Videos, Facebook oder Twitter, natürlich alle Infos auf der WordPress-Seite. Das war's von mir. Es geht ja froh und munter hier jetzt weiter. Hier wird jetzt noch redaktionell an der Update-Sportsendung gearbeitet, die so gegen 13 Uhr aufgezeichnet wird, 14 Uhr vielleicht sogar noch früher online kommen wird, je nachdem, was so drin vorkommen wird. Mal gucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, schönen Nikolaustag und zweiten Advent. Nicht vergessen.